Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sweet Amores Campus Leben. Episode 7 ist endlich raus, wie erwartet, jetzt ungefähr Mitte November. Ich finde es sehr geil, dass es jetzt ein Strandmotto gibt Mitte November. Aber naja. Okay, nur ein kurzer Einschnitt sozusagen. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, aber ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen kann sein, dass sich die Stimmen heute alle ein bisschen anders anhören. Oder dass ich zwischendurch mich mal räusper oder huste. Und tut mir auch leid, dass die Episode jetzt erst so spät rauskommt. Ich habe noch ziemlich lange gearbeitet und bin jetzt aber sofort an dem PC für euch. Okay, ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Rosalia hat sich endlich ihren besten Freunden anvertraut und ihre Neuigkeit hat keinen kalt gelassen. Was gäbe es da Besseres, um diese frohe Botschaft zu feiern, als gemeinsam mit seinen Besten einen Tag am Strand zu verbringen? Episode 7 – Welle der Emotionen. Beginnen. Warte mal. Was? Ich bin schwanger. Das haben wir verstanden. Bitte gib uns 2 Minuten, um diese Info zu verdauen. Rosalia sah uns an, ihre Wangen waren gerötet. Alexi und ich waren sprachlos. Ich werde Onkel! Wir mussten lachen, aber gleichzeitig spürte ich, wie mir Tränen in die Augen stiegen. Ich wurde von den Emotionen überwältigt. Ich bin so froh, dass ich es endlich gesagt habe. Ich umarmte Rosalia und drückte sie an mich. Ihre Augen glänzten. Ich konnte mich nicht zurückhalten, mir liefen ein paar Tränen über die Wangen. Wir waren schon so lange befreundet und ich konnte die Neuigkeit kaum glauben. Aber jetzt erzähl schon, seit wann bist du schwanger? Wie lange haben Leith und du das schon geplant? Hast du es ihm schon gesagt? Wie geht's dir? Warte, setz dich erstmal bequem hin und dann kannst du uns alles erzählen. Alexi griff nach 2 meiner Kissen und platzierte sie rechts und links von Rosalia, damit sie so bequem wie möglich saß. Ihr seid einfach die Besten. Seit 2 Tagen male ich mir aus, wie ihr wohl reagieren werdet. Ich war mir sicher, ihr würdet es mir übel nehmen oder wärt schockiert. Aber stattdessen freut ihr euch für mich. Was hat sie erwartet? Hat sie gedacht, wir steinigen sie oder was? Das ist doch cool. Du wirkst sehr glücklich, Rosa. Also sind wir es auch. Rosalia schien plötzlich abwesend zu sein. Sie wandte ihre Hände in alle Richtungen. Alles in Ordnung, Rosa? Anfangs dachte ich noch, mir wäre nur übel von dem Konzertabend. Und oh mein Gott, ich hoffe, ich habe ihm nicht wehgetan. Ich war sicher schon schwanger, als ich getrunken habe. Alexi legte seine Hand auf ihre Schulter. Rosa, das passiert tausenden von Frauen. Manche verschlingen an Weihnachten zum Beispiel Austern und Champagner, weil sie nicht wissen, dass sie schwanger sind. Du darfst dich deswegen nicht fertig machen. Was passiert ist, ist passiert. Ja, Rosa, du musst dich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Weiß Leith denn schon? Er war dabei, als ich es rausgefunden habe. Ich war schon ein paar Tage überfällig. Da hatte Leith die Idee, abends auf dem Nachhauseweg einen Schwangerschaftstest zu kaufen. Und naja, wie sich herausstellte, lag er richtig. Habt ihr denn nicht verhütet? Ha, scheinbar ja nicht. Oder, naja, gut, Kondome können platzen, ne? Wie machst du das denn jetzt mit dem Studium? Oder war das geplant? Das finde ich einfach zu kritisch. Ich würde mich jetzt nicht aufs Studium, sondern eher auf sie und das Kind konzentrieren. Deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, was geplant? Und es lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Achso, ja, ich habe immer noch das Halloween-Outfit an. Ja. Aber es wird sich ja im Laufe der Episode wahrscheinlich ändern, unser Outfit. Ja. Es ist ein Fehler aufgetreten. Schön. Okay, ich lade einfach nochmal. Ah ja. Okay, jetzt geht's wieder. Ehrlich gesagt, nein. Aber vielleicht unbewusst schon. Oh, das war positiv, okay. Ich habe die Pille genommen, aber ich kam nicht damit klar. Sie hatte zu viele Nebenwirkungen. Deshalb habe ich mich dann für eine Kupferspirale entschieden. Aber bei all der Arbeit für die Uni, im Laden und so weiter, habe ich das irgendwie verschusselt und die Pille zu früh abgesetzt.
wirklich ungerecht, dass ihr an all das denken müsst, wenn wir daran keinen Gedanken verschwenden brauchen. Ja, schon richtig. Meint er jetzt die Männer im Allgemeinen oder ihn und Morgan, weil die brauchen sich da ja auch keinen Kopf drüber zu machen. Rosalia nahm Alexi in den Arm und tätschelte ihm den Kopf. Du bist nicht umsonst mein bester Freund. Als ich es erfahren habe, war es ein Riesenschreck und gleichzeitig habe ich mich total gefreut. Ich muss ständig an meinen Bauch denken. Ich möchte das Baby unbedingt beschützen, obwohl es nicht mal so groß wie ein Sesamkorn ist. Oh, ich bin gerührt, sie so emotional zu erleben. Das alles bedeutet bestimmt eine riesen Veränderung für sie. Ich war ängstlich und glücklich zugleich. Ich habe mir zig Fragen gestellt zu meinem Studium, der Wohnung und allem anderen. Aber dann habe ich mir gesagt, der passende Moment kommt nie. Ich bin sicher, es ist die richtige Entscheidung. Es ist passiert, weil es passieren sollte. Ich freue mich wirklich sehr für dich. Oder hast du mit Leigh drüber gesprochen? Das ist eine sehr entscheidende, einschneidende Entscheidung. WTF? Die Entscheidung, das Kind zu behalten oder was? Nein, ich freue mich. Danke. Ich mache mir zwar auch Sorgen, aber ich freue mich für dich. Das zeigt, dass du eine echte Freundin bist. Wie haben deine Eltern reagiert? Noch gar nicht. Sie wissen bisher nichts davon. Was? Aber genau deshalb habe ich euch auch darum gebeten, noch nichts davon zu erzählen. Und so gern ich morgen auch mag, Alexi, bitte behalt's erstmal für dich. Morgen wird sicher nichts erzählen. Oh, aber okay. Das gleiche gilt für Hyun, Woli. Was? Aber ich bin noch nicht mit Hyun zu... Entschuldigung, ich mach's schon wieder. Hyun zusammen. Darum kümmern wir uns schon noch. Was? Aber ich will ihn nicht. Also ich finde ihn süß, aber ich will ihn nicht. Ich will Cass. Alexi brach in Gelächter aus, während Rosalia mich ganz ernst ansah. Aber mal im Ernst. Ich hatte das Gefühl, dass ich unbedingt mit euch drüber sprechen wollte. Es tut mir leid, Woli, aber die Geschichte mit meiner Mutter und dem Musical war leider nur eine Lüge. Ich muss jetzt mal eben gerade schauen, ob ich... Ja... Cass ist mein Schwarm. Okay. Na dann. Geschichte mit dem Musical war eine Lüge. Okay. Schade, ich hatte mich so für dich gefreut. Tut mir leid, aber ich wusste in meiner Panik nicht mehr, was ich dir sagen sollte. Deshalb habe ich die Geschichte erfunden. Ja, verstehe schon. Der andere Grund, warum ihr noch nichts sagen sollt, ist, dass ich erst noch die Blutuntersuchung machen muss, um ganz sicher zu sein. Ich bin wahrscheinlich erst in der zweiten Woche schwanger, deshalb bitte ich euch, es noch für euch zu behalten. Alexi und ich antworteten im Chor. Oh, die Episode scheint aber nicht sehr stabil zu laufen, sehe ich hier gerade. Versprochen. Ja, versprochen. In dem Moment kam Yelene ins Zimmer. Oh, ich hätte anklopfen sollen. Ich bin wirklich müde und nicht unbedingt in der Laune für eine Party hier im Zimmer. Ach, Yelene. Wir unterhalten uns nur, stört dich das? Oder verstehe? Naja, wenn ich müde bin und schlafen will, würde mich das schon stören, wenn da einer rumquatscht. Seid ihr einverstanden, wenn wir woanders weiterreden? Danke, aber das war ein ziemlich emotionaler Tag für mich. Ich sollte lieber schlafen gehen. Schaffst du es, allein nach Hause zu gehen? Sie ist doch nicht todkrank. Keine Sorge, ich hab's nicht weit. Ich begleite dich trotzdem. Ich muss jetzt schließlich auf dich auf... Alexi brach mitten im Satz ab und Rosalia deutete mit dem Kinn in Richtung Yelene. Nachdem du uns angekündigt hast, dass du Cheerleaderin werden willst, bist du schließlich unser Maskottchen. Haha. Witzig. Ich schlug mir lachend mit der Hand vor die Stirn. Yelene zog die Augenbrauen hoch, sagte aber nichts. Gut, wir sollten lieber schnell gehen, bevor Alexi noch für eine Katastrophe sorgt. Ich umarmte die beiden und drückte Rosalia dabei fest an mich. Ich wollte ihr damit zeigen, dass sie auf meine Unterstützung zählen konnte.
Sie lächelte mich an, sie hatte Tränen in den Augen. Dann verließen die beiden das Zimmer. Ich zog mich schnell im Badezimmer um und ging dann zu meinem Bett. Die CD von Crowstorm, die Nathan mir geschenkt hatte, lag noch dort. Du hast die CD gekauft? Ja. Oder ein Freund hat sie mir geschenkt. Ein Freund. Der Freund hat Geschmack. Ich wusste gar nicht, dass Christiel vorher schon eine andere Band hatte. Das hat er dieses Wochenende in einem Interview erzählt. Nach dem, was ich verstanden habe, war das noch in der Schulzeit. Auf der Schule Sweet Amoris. Warst du da nicht auch? Woher weißt du das? Aus den Gesprächen mit Rosa und Alexi habe ich entnommen, dass ihr euch dort in der Schule kennengelernt habt. Warst du dann auch mit Castiel befreundet? Oh. Wir waren mehr als nur Freunde. Oder er gehörte zu der Gruppe von Leuten, mit der ich rumhing. Ja, ich würde sagen, wir waren mehr als nur Freunde, was? Das heißt, ihr wart zusammen? Ja, wir waren in der Zeit vor dem Abi zusammen und noch ein Jahr, nachdem ich die Stadt verlassen hatte, dann haben wir entschieden, uns zu trennen. Hör, wieso ist das denn positiv jetzt? Ehrlich gesagt habe ich das schon vermutet, aber ich war mir nicht ganz sicher. Na, da hast du richtig vermutet. Und du glaubst, dass ihr jetzt wieder zusammenkommt? Oh. Das hoffe ich. Nein. Oder das geht sie nichts an. Ich habe mir die Frage bisher nicht gestellt. Ja, ich sag jetzt einfach mal, das geht sie nichts an. Natürlich lässt es mich nicht völlig kalt, ihn zu sehen. Aber als wir uns getrennt haben, war zwischen uns alles sehr klar und jetzt hat jeder sein Leben. Aber da war doch sicher auch viel Wut im Spiel. Überhaupt nicht. Warum willst du das unbedingt wissen? Ich will meine Mitbewohnerin eben besser kennenlernen, ist das so schlimm? Trotzdem, was eben passiert ist, waren wir bisher nicht gerade die besten Freundinnen. Deshalb bin ich etwas überrascht. Oder, nein, das ist mir lieber als die ständigen Streitereien. Oh ja, ist mir lieber. Darauf hatte ich genauso wenig Lust wie du. Komm mir nicht so vor, Jelin, tut mir leid. Ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Jetzt verstehe ich besser, warum du so aggressiv bist, wenn jemand von Gestell spricht. Was? Nein, ich... Es ist sicher nicht leicht, einen Ex zu haben, der so einen Erfolg bei den Mädels hat. Zumal er nicht unbedingt der Typ ist, der sich viel mit der Vergangenheit beschäftigt. Das singt er zumindest in einem seiner Songs. Was? Sie machte das Licht aus und schlüpfte unter ihre Bettdecke. Immer muss sie für Chaos sorgen. Ich habe das Gefühl, das ist bei ihr genetisch. Ich nahm meinen Laptop und die CD von Cass, die ich noch auf meinem Bett hatte. Dann kroch ich mit Kopfhörern unter meine Bettdecke. Mein Blick fiel auf den Titel des dritten Songs. Wir hatten uns an einem 3. September getrennt. Vielleicht war ich verrückt. Das Lied hieß Lips of Ashes, Lippen aus Asche. Der Titel weckt meine Interessen. Ich steckte die Knöpfe meiner Kopfhörer in die Ohren und hörte das gesamte Lied. Es beginnt mit langsamen Gitarrenklängen. Dann hört man seine tiefe Stimme. Bei den ersten Worten läuft es mir kalt über den Rücken. You remind me of summertime on this winter day. Rede ich mir das nur ein oder sind diese Worte wirklich für mich bestimmt? Er singt weiter und sagt, dass er sie gehen lassen muss. Die Zukunft sei ungewiss, aber er werde seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Ich hörte mir das Lied 5 oder 6 Mal an. Mein Herz krampfte sich dabei zusammen und meine Augen wurden feucht. Das ist nur ein dämliches Lied. Und möglicherweise hat es rein gar nichts mit mir zu tun. Aber je öfter ich es höre, desto deutlicher durchlebe ich unsere Trennung von neuem. Als wir entschieden hatten, uns zu trennen, hatte er mich ein paar Tage später völlig betrunken angerufen, obwohl er sonst kaum trank. Er sagte, er liebe mich und es sei völlig dämlich, so eine Entscheidung zu treffen. Ich heulte mir daraufhin die Augen aus dem Kopf. Och, wieso hat man sich denn überhaupt getrennt? Als ich ihn am nächsten Tag anrief, erinnerte er sich kaum an den Anruf. Wir entschieden uns endgültig zu trennen, weil wir es nur selten schafften, uns zu sehen und wir beide darunter litten. Das war nicht leicht, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl. Wir hätten es beide nicht ausgehalten, weiter so zu leben, bis irgendwann einer zum anderen ziehen könnte. Wir stritten oft und waren beide eifersüchtig. Ich stellte den Laptop neben mein Bett. Das Kabel meiner Kopfhörer war lang genug. Ich wechselte das Lied, ließ die Musik laufen und griff nach meinem Handy.
Alexi hatte Rosa und mir mehrere Nachrichten in unserem Gruppenchat geschrieben. Oh, ich bin so glücklich, ich kann es immer noch nicht glauben. Wir können es mit nach Disneyland nehmen und es als Fee verkleiden. Und wir können ihm anziehen, was wir wollen. Wie geil er einfach ist. Ich antwortete lachend, das ist ein Baby und keine Barbiepuppe, Alexi. Und es hängt schon wieder. Und jetzt hängt die ganze Seite. Oh, hallo Glatzkopf. Schön. Achso, da ging's. Okay. Genau, Alexi, lass mein Baby in Ruhe. Oh, ich habe auch eine Nachricht von Shani. Ich komme gerade vom Urbex zurück. Es war genial. Wie du siehst, lebe ich noch. Das mache ich bald wieder. Ich erzähle dir beim nächsten Mal davon. Ich antwortete Chani. Ich freute mich, dass sie noch am Leben war. Dann diskutierten Alexi und ich noch die halbe Nacht über den Vornamen des Babys. Rosalia antwortete nicht mehr. Sie war sicher schon eingeschlafen. Während ich das Album von Crowstorm hörte, schlief ich ein. I'll get there no matter what happens. I'll get there. Wurde von lauten Gitarrenklängen geweckt. Offenbar hatte ich mich im Schlaf umgedreht und aus Versehen die Kopfhörer aus dem Laptop gerissen. Naja, Lelin scheint es ja nicht gestört zu haben. Ich schaltete meinen Computer aus und wurde rot. Lelin war schon angezogen und hatte ihre Tasche in der Hand. Ohne etwas zu sagen, verließ sie das Zimmer. Aber sie hat gerade gelacht. Ich stand auf, duschte, packte meine Sachen und machte mich auf den Weg zu Professor Zaidis Vorlesung. Okidoki. Auf zur Vorlesung. Ich habe gerade noch an das Fitnessstudio gedacht und dass wir immer noch nicht von uns aus hingehen. Wow, du lebst ja noch. Oh, Kim. Ich dachte mir heute Morgen, ich jogge mal bis zur Uni. Ich habe mir gesagt, mit etwas Glück treffe ich dich dort. Entschuldigung, dass ich sie so spreche wie so ein... Keine Ahnung, wie so ein Werbemännchen. Und wie es aussieht, hatte ich recht. Entschuldigung, ich muss niesen. Nein, ist weg. Okay. Warum wolltest du mich unbedingt treffen? Oder tut mir leid, dass ich in der letzten Zeit nicht beim Training war, Kim, aber ich werde mich bessern. Das sagen wir jedes Mal. Oder hör zu, Kim, ich habe dir das Geld für diesen Monat doch schon gegeben. Ob ich zum Training komme oder nicht, ändert dann doch für dich nichts. Ja, schon. Sie ist ja unsere Freundin. Ja. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Nein, ehrlich gesagt bin ich hier, um die Plakate fürs Wochenende aufzuhängen. Welche Plakate? Am Strand ganz in der Nähe findet der größte Surf-Wettbewerb der Region statt. Und ich gehöre zu den Organisatoren. Ein Surf-Wettbewerb? Ja, seit ein paar Jahren organisieren wir die Veranstaltung immer zur selben Jahreszeit. Tagsüber findet der Surfwettbewerb statt und abends sperren wir dann den Strand ab und organisieren dort eine riesige Party. Oh, Pirate, ja. Ah, sowas wie eine Privatparty also. Die Party kostet Eintritt, aber weil ich zu den Organisatoren gehöre, verspreche ich dir eine Freikarte zu besorgen, wenn du im Gegenzug versprichst, öfter zum Training zu kommen. Oh, das wäre toll, Kim. Ich verspreche dir, dass ich ab sofort einmal pro Woche ins Fitnessstudio komme. Oder ich hatte bisher noch nie von dieser Veranstaltung gehört. Ich weiß noch nicht, ob ich kommen kann. Oder wenn ich mich entscheiden sollte, zu der Party zu kommen, reden wir nochmal über das mit dem Versprechen. Ja, Versprechen ist. Immer diese Versprechen. Mal sehen, ob du dieses Mal dein Wort hältst. Oh ja. Bis dann. Das mit der Party klingt gut. Ich hoffe, Katja braucht mich dieses Wochenende nicht im Café. Wo wollten wir nochmal hin? Achso, da kommen wir her. Bibliothek. Okay. Ja, ich bin mal wieder auf der Suche nach Tantchen. War das mit Saidi nicht sonst aber in der anderen? In dem anderen Hörsaal? Ich setzte mich eine... Nee, war immer da, ne? Scheiße. Ich wollte eigentlich erst in den anderen gehen. Aber egal. Ich setzte mich in eine der hinteren Reihen des Hörsaals. Ausnahmsweise war ich zu früh, der Raum war noch leer.
Ich nutzte die Zeit, um noch einmal die Notizen zu lesen, die ich mir für meine Abschlussarbeit gemacht hatte, bevor Nathaniel in mein Zimmer aufgetaucht war. Es beruhigte mich, dass mir mein Plan auch beim zweiten Durchlesen noch sinnvoll erschien. Jetzt konnte ich mit dem Schreiben beginnen. Ich würde ja mal gerne wissen, was wir jetzt für ein Thema haben. Während ich meine Notizen weiter zusammenräumte, kam lärmend ein paar Studenten in den Hörsaal gestürmt. Sie verteilten im ganzen Raum Plakate und bedeckten damit auch Professor Zaidis Stuhl. Das sind dieselben Plakate, die Kim dabei hatte, als ich sie getroffen habe, mit Werbung für die Party am Wochenende. Chani kam in den Hörsaal. Wir lächelten uns vom Weitem zu, aber die Plätze neben mir waren mittlerweile alle besetzt. Jeder Platz im Hörsaal ist besetzt. Ich habe den Eindruck, je näher das Wochenende rückt, desto weniger gelingt es, den Studenten stillzusitzen. Ein Student steht auf und schreibt das Datum des Wochenendes an die Tafel. Daneben fügt er die Worte Sex and Surf hinzu. In diesem Moment kommt Professor Zaidi herein. Hallo zusammen. Wie ich sehe, sprühen Sie heute geradezu vor Energie. Es freut mich, dass Sie sich offenbar so auf meinen Kurs freuen. Ja, Sex and Surf halt, ne? Solange es in Ihrem Kurs keine Mädels in Bikinis gibt, ist er nicht so interessant wie das, was am nächsten Wochenende laufen wird. Ich weiß nicht, wer der kleine Schlaumeier ist, der da hineingerufen hat, aber Professor Zaidi scheint ihn im Hörsaal ausgemacht zu haben. Ich hoffe, Sie benutzen solche Sprüche nicht auch, um zu flirten, denn damit würden Sie die Damen nicht nur vertreiben, sondern sich möglicherweise auch noch die ein oder andere Ohrfeige anhandeln. Ja, da könnte er recht haben. Die Kumpel des Studenten lachten laut. Professor Zaidi drehte sich zur Tafel um und las, was dort stand. Das ist nicht wirklich das, was ich als Thema für heute vorgesehen hatte, aber... Jetzt rief ein Mädchen rein. Wir möchten aber lieber darüber reden. Naja, sehr gut. Beim letzten Mal war ich nicht in der Verfassung, meine Vorlesung zu halten. Und jetzt sind Sie nicht bereit zum Zuhören. Also Sex und Surfen, das ist nicht gerade originell. Aus Sex und Bodypaint hätte ich vielleicht noch was machen können, aber so... Ein Mädchen, das sich hinter seiner Freundin versteckte, rief... Bei Ihnen haben wir auch nichts gegen ein paar Praxisstunden. Oh mein Gott, was für eine Schlampe. Ist gut, wir haben es alle verstanden. Könnt ihr euch jetzt bitte eure kindischen Kommentare verkneifen, damit wir mit der Vorlesung anfangen können? Oder ich sagte lieber nichts. Keine Ahnung. Ja, komm. Ja, manche sind wegen des Kurses hier und nicht wegen des Profs. Oh, danke, Jenin. Hör, wieso war das denn? Oh. Ja, okay, klar. Danke für den Versuch, Wuli. Aber ich glaube, die Mehrheit der Anwesenden ist heute nicht dazu bereit, über das Thema zu sprechen, das ich eigentlich vorgesehen hatte. Ich will nicht, dass das hier so hoch ist. Gut, ich habe verstanden. Professor Zaidi ging um seinen Pult herum und warf die Notizen in den Mülleimer, die er in der Hand hielt. Okay. Dann lehnte er sich gegen das Pult und sah uns an. Sie wollen über das kommende Wochenende reden? Dann nur zu. Es trat Stille ein. Sand, Wasser, Party, Sex und Surfen. Soweit nichts Neues. Was gefällt Ihnen an diesem Event? Ich wage zu hoffen, dass Sie einen Zusammenhang mit der modernen Kunst finden, um mir so Lust machen, auch dorthin zu kommen. Das Mädchen neben mir stieß seine Freundin an und beide kicherten. Das heißt, wenn ich darüber rede, interessiert sie das Thema nicht mehr? Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen. Ein paar andere und ich mussten lachen. Wir erfahren das Alter des Mannes. Wie schön. Warte mal, kann das sein, dass das vorher schon... Hä? Dass das vorher schon hier steht? Nein, da steht nur der Geburtstag. Da steht nicht das Alter. Das heißt, wir haben jetzt vermutlich zum ersten Mal erfahren, wie alt Zaidi ist. Ich bin erst 33. In dem Alter geht man auch noch zu solchen Veranstaltungen. Allmählich kränken sie mich. Oder wurde am Anfang schon gesagt, wie alt er ist, weil die immer gesagt haben, er wäre so ein junger Professor? Keine Ahnung. Nee, scheinbar nicht. Er ist erst 33? Das ist wirklich jung für einen Prof an der Uni. Gut, ich merke, Sie werden plötzlich schweigsam, sobald ich anfange, über das Thema zu sprechen. Dann komme ich jetzt doch noch zu dem, was ich eigentlich für diese Stunde vorgesehen hatte.
Er wischte die Tafel und holte seine Notizen aus dem Papierkorb. Er blieb dabei vollkommen ruhig. Also dann, Game of Thrones. Sind Sie bereit, mit mir darüber zu reden, oder wollen Sie doch weiter über das kommende Wochenende sprechen? Ein paar Studenten jauchzten vor Freude auf. Wahrscheinlich ist Game of Thrones dann ein gleich gutes Thema. Die Vorlesung ging weiter und alle beteiligten sich. Chani hielt uns sogar einen langen Vortrag über eine der Hauptfiguren der Serie und erklärte uns, warum sie es schaffen würde, den eisernen Thron zu besteigen. Die Vorlesung war spannend, aber ich musste unentwegt an das denken, was Rosalia uns mitgeteilt hatte. Das alles war sicher sehr auffühlend für sie. Rosa ist schwanger. Ich kann es immer noch nicht glauben. Nach all dem, was wir in der Schulzeit zusammen erlebt haben, ich habe den Eindruck, als wäre ich mit einem Mal in die Welt der Erwachsenen katapultiert worden. Man könnte noch anfügen, und dabei bin ich nicht mal schwanger. Ich muss sie und Alexi unbedingt bald treffen. Ich holte mein Handy raus und schrieb Rosalia unauffällig eine Nachricht. Oder ich werde bis zum Ende der Vorlesung warten. Ich weiß es nicht. Nein, ich werde warten. Als ich den Kopf hob, merkte ich, dass ich die letzten 10 Minuten der Vorlesung verpasst haben musste. Die anderen verließen schon den Hörsaal. Okay, dann würde ich sagen, mit Melody und einem neuen Dialog, beenden wir jetzt diesen Part der Episode 7. Und dann geht's morgen, etwas früher als heute, dann direkt weiter, genau hier mit Melody. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.